dieses Duells boxt im Januar gegen IBF-Champion Steve Cunningham. Lichina links im Bild, Felix Cora Jr. jetzt rechts. Beide, man sagt es oft, aber diesmal trifft es wirklich zu, im bislang wichtigsten Kampf ihrer Karriere. Entsprechend intensiv haben sie sich auf dieses Duell hier in Manchester vorbereitet. Gute Aktion von Renat Lichina. Seit einigen Monaten ja betreut von Carsten Röver, dem Coach von Sebastian Silvester. Ja, schöne Kombination, links, rechts. Sie sehen es unten eingeblendet. Der Kampf auf 12 Runden angesetzt im Cruisergewicht. Das Limit unterm Schwergewicht. Gut 90 Kilo sind die beiden schwer. Felix Cora Jr. wie gewohnt in der Rechtsauslage. Und Lichina versucht erstmal, Sie sehen es, mit der linken Führhand seinen Gegner zu beschäftigen und Platz zu schaffen für die Rechte. Das hat gerade sehr gut funktioniert. Schöne explosive Hände. Sehr guter Start von Lichina. Sehr schön explosiv mit der rechten Schlaghand. Das sieht gut aus, das sieht locker aus. Und der Mann aus Galveston in Texas zeigt sich da erstmal beeindruckt. Eigentlich ein Boxer, der auch selbst den Kampf bestimmt, in die Offensive geht, mit hoher Schlagfrequenz boxen kann, aber davon bislang nicht viel zu sehen bei Felix Cora Jr. Ja, diesmal die rechte geblockt. Aber bislang sehr konzentriert, sehr durchdacht. Lichina muss versuchen, wenn er die rechte geschlagen hat, dann sofort rauszugehen. Denn Felix Cora Jr. schlägt einen sehr guten linken Haken. Ja, erste Runde ganz klar bei Lichina. Haken und dem Uppercut zu arbeiten. Sehr gut eingestellt. Renat Lichina, der ja 2 Jahre bei Manfred Wolke in Frankfurt oder trainierte, dann im Oktober 2009 gegen Juan Pablo Hernández verlor nach Punkten und da schon vor dem Ende seiner Karriere stand, ein halbes Jahr pausierte und jetzt nochmal ein Comeback wagt quasi, hat im August seinen ersten Kampf in Erfurt gewann da gegen Ismail Abdul und sagt von sich selbst, er ist in einer tollen Verfassung, weil er zum ersten Mal neben dem Training auch sein ganzes Leben auf Spitzensport eingestellt hat. War viele Wochen in der Sportschule Güstrow in Mecklenburg, einem sehr ruhigen Fleckchen, wo es wenig Ablenkung gibt. Gute Aktion von Felix Cora, mal mit der linken zum Körper. Hatte in seiner Auszeit schon 98 Kilo drauf und dann mit dem harten Training bei Carsten Röver wieder runter auf 90. Ja, Cora versucht immer wieder jetzt zum Körper zu gehen. Ein Mann, der im Cruisergewicht einen guten Namen hat.
lebt in Galveston, Texas, trainiert in Houston. Ja, Lichina muss versuchen, den Druck hochzuhalten, damit sich Felix Cora gar nicht erst entfalten kann. Ja, jetzt wieder Lichina in der Ringmitte. Arbeitet viel mit der Führungshand. Ja, und bringt die Rechte als Aufwärtshaken. Der war drin. Und er setzt nach. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht überpaced. Wirkt sehr cool, aber innerlich schon ein Bursche mit Emotionen.